Willkommen bei Imkerfahren von einem Teil 67. Ihr seht schon, ich grinse über beide Backen. Ich bin total euphorisch, denn ihr hört es auch. Ja, von der Sonne her sieht man es leider nicht, von den Temperaturen könnt ihr das auch nicht merken, aber ihr wisst es, wir haben ungefähr 14, 15 Grad und ich stehe endlich wieder bei den Bienen. Ich kann es kaum fassen. Ich kann es kaum fassen. Mir fehlen gerade auch die Worte, wie ich hier weiter einsteige in das Video. Aber ihr kennt mich, ich mache das einfach mal drauf los. Also, wie fange ich an? Gerade habt ihr gesehen im Vorspann, ich habe mir eine neue Kiste besorgt. Großer Kram geht in diese große Kiste rein. Kleiner Kram kommt noch extra in diese separate Minibox. Also hier ne? Käfig, Zusatzkäfig, Beisetzkäfig, Feuerzeuge, ein bisschen was zum Anzünden. All den Kleinkram, der in dieser großen Kiste verloren gehen kann, habe ich in die kleine gepackt und alles andere geht hier in die große. Ich fand die relativ schnieke, kann man halbseitig aufmachen oder ganzseitig aufmachen, wie auch immer. Und passt viel mehr rein als in meine alte Kiste. Also habe ich direkt wieder alles dabei, ohne mehrere Kisten zu schleppen. So viel aber nur zu der Kiste. Worum geht es heute? Letztendlich habe ich dieses Thema bestimmt schon, ich will nicht sagen x-mal behandelt, aber doch schon so das ein oder andere Mal. Habe mir die Videos selber von mir auch mal angeschaut und gemerkt, so ein paar Details fehlen dann immer noch. So auch erfahrungsbedingt und sowas. Gerade im ersten Videoteil, ich weiß es nicht mehr, 27, 23, irgendwie sowas. Ich kann mal oben ein paar Infokarten verteilen, welche Videos ich meine. Da gehe ich auch auf das Einengen drauf ein, beziehungsweise geht es da erst los mit dem ersten Schritt der Erweiterung. Da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, die ich vielleicht jetzt noch nicht revidieren kann, aber noch ein bisschen genauer drauf eingehen kann. Dann, eine sehr wichtige Folge ist Warmhygiene Teil 1, 2 und 3, denn das geht mit dem Einengen der Dadant-Völker einher. Das heißt, wenn ich die Völker einenge, aufs Brutfeld einenge, entsteht ja ein Rest an Waben, der da nicht mehr hingehört. Und den packe ich dann hinter das Sheet. Und diese Waben, die hinter das Sheet kommen, sind auch bestenfalls die, die ich bei Wabenhygiene Teil 1, also beim Auffüttern der Völker im August, September, separiert habe, die ganz dunkel sind, damit die jetzt mit dem Einengen hinter das Sheet kommen. Und dann ja, beim nächsten Schritt, wenn das Volk erweitert wird, dann auch rausfliegen und eingeschmolzen werden können. So, habe ich jetzt die Kurve ansatzweise bekommen. Also, in diesem Video geht es definitiv, ich weiß noch nicht, wie ich es genau nenne, auf jeden Fall um das Einengen der Völker. Das heißt, der Winter ist bestenfalls jetzt mittlerweile vorbei. Der Winter verlief auch relativ gut. Gut definiere ich, es war kalt, es war lange kalt. Die Völker waren länger, also kalt bei uns hier in... Wo war das? Die Völker hier bei uns, Quatsch. Unsere Region hier ist, wenn wir kalt sagen, reden wir so von minus 2 Grad bis 2 Grad, so in dem Bereich. Ganz kalt ist es bei minus 7 und schweinekalt bei minus 10. Hatten wir sehr selten, aber hatten wir auch mal. Ja, der Winter verlief gut, das heißt, es war lange kalt.
Lange heißt, wir hatten sogar gestern auch wieder Temperaturen um die 2 Grad abends. Jetzt haben wir plötzlich einen Frühlingseinbruch für den heutigen Tag. Deswegen nutze ich auch direkt diesen heutigen Tag, um die Völker einzuengen. Ich war auch, sag ich mal, im Januar und im Februar nicht bei den Völkern, weil, beziehungsweise um Futter zu kontrollieren, weil der Winter verlief halt gut. Wenn es kalt ist, verbrauchen die Völker kein Futter, denn die rotten sich nur zusammen, fahren den Stoffwechsel runter und ja, leben in den Tag hinein, sag ich mal, ohne dass die viel Futter verbrauchen. Jetzt wird es langsam wärmer, die Brut steigt, das Futter wird genutzt. Und jetzt kann ich auch mal gleichzeitig, wenn ich halt die Völker einige, gucke ich mir schnell die Brutflächen durch, schaue, wie der Futtervorrat sich verhält. Und dann ist das eigentlich ein relativ schnelles Thema, was man abarbeiten kann. 2 Völker habe ich gerade schon gemacht. Jeweils auf 2 Brutwaben nur eingehängt. Also es sind kleine Völker, vielleicht werde ich die auch vereinen, weiß ich noch nicht. Und jetzt geht es direkt mal mit euch an Volk 1. Volk 1, liebe Imkerfreunde, Volk 1. Hier sieht es immer noch aus wie Kauten Rüben. Die Kästen sind immer noch da. Schlampig. Schlampig, Herr Brandt. Naja, man hat ja einfach keine Zeit. Ihr wisst ja, wie es ist. So, das gucken wir uns an. Mal schauen. Also, wie gesagt, ich versuche nebenbei, während ich hier dran gehe, noch ein bisschen zu erklären. Kurze Draufsicht. Seht ihr alles? Ihr seht alles. Also, hier ist die Futtertasche. 1, 2, 3. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich separiert habe, aber die dunkelsten. Die nah an der Futtertasche sind also die dunklen, die ich gerne jetzt nach dem Einengen bzw. wenn die Tracht beginnt, rausschmeißen möchte. Guckt euch dafür nochmal, siehe oben rechts die Infokarte, Teil, ich glaube 32 an. Da geht es definitiv dann um das Einengen, nicht Einengen, Quatsch. Ich darf keine Sachen gleichzeitig machen. Da geht es definitiv um das Separieren alter Waben, sprich Wabenhygiene Teil 1. Und während ich hier so weiter quatsche, mache ich mal den Smoker an, denn ich weiß nicht, wie die Damen drauf sind. Ich kann mir vorstellen, wenn ich das erste Mal da die Hut öffne, dass die nicht begeistert sein werden, wobei es ist sehr mild, gerade wird es auch wieder ein bisschen heller. Wir haben wie gesagt 15 Grad oder 14 Grad, beste Voraussetzung jetzt, um mal in die Völker zu schauen. Ich glaube, vor anderthalb Wochen oder 2 Wochen hatten wir auch mal kurzzeitig 14 Grad, aber da war es nur am Regnen und nicht schön sozusagen. So, Lebensversicherung ist an. Um nochmal den Ralf zu zitieren, viele Grüße an dieser Stelle an dich. Ich hoffe, bei dir ist alles tutti. So, also was mir jetzt schon mal gefällt, ich sehe, dass das Volk hier hängt, in dem Bereich. Da hier die Altwaben sind, hat die Königin nicht wieder auf die alten Waben gestiftet. Somit kann ich definitiv diese hier hinter das Sheet hängen und bin sicher, dass ich dann diese alten Waben separiert habe. Ich ziehe mir Handschuhe an, weil es klebt. Ich sehe da Massen an Propolis, die richtig weich sind. Und da habe ich jetzt keine Lust drauf, den Matsch an den Fingern zu haben, weil das klebt halt. Ihr wisst es doch, es klebt einfach wie Gülle. So, kratze ich natürlich ab. Das feine Zeug, das ist richtig weich, richtig gutes Zeug. Guckt euch das mal an hier. Guckt euch das mal an, das ist richtig schön weich. Das ist feinstes Propolis hier. Wundermittel der Mother Nature. Oh Mann, ich laber wieder Müll, ey. Egal. So, ich gebe wahrscheinlich ein bisschen viel Rauch drauf. Ich hole mir auch den Schleier, denn ich habe keinen Bock, den ersten Stich direkt mal ins Gesicht zu kassieren. Das muss nicht sein. Und da ich nicht weiß, wie die drauf sind, geht gerade die Sicherheit vor. So ein bisschen Futter ist noch in der Futtertasche drin. Haben die nicht komplett leer gezogen, bevor es dann kalt wurde. Das schütte ich dann, wenn es soweit ist, wieder aus. Bevor es richtig warm wird, schütte ich das aus. Dann benutze ich das für das nächste Jahr wieder. So, Wabe Nummer 1. Ja. Nix. Bisschen Futter drauf, mehr aber nicht. Wabe Nummer 2. Futter, sonst nichts. Wabe Nummer 3, es wird langsam voller. Bienen. Eine Handvoll, noch nicht mal. Vielleicht 10 Stück. Sonst nichts. Wabe Nummer 4. Also was ich jetzt mache, ich suche das Brutfeld. Ne? Ich möchte ja einengen auf das Brutfeld und somit suche ich das Brutfeld. So. Alter Drohnenrahmen von mir. Wird auch aussortiert. Seht ihr, wie schwarz der ist. Der gehört definitiv nicht mehr zukünftig ins Volk. Weg damit.
So langsam geht es jetzt ins Eingemachte. Jetzt müsste langsam definitiv ein Brutfeld erscheinen. Wabe Nummer 5. Tada, nix. Kein Brutfeld, aber Bienen und keine Stifte. Also auch eine, die hinters Volk gehört. Das Volk. Hinters Schied gehört. So, hier ist definitiv Brut drauf. Sonst bekomme ich langsam feuchte Hände. Ja. Ja, die Erfahrung kommt langsam, Leute. Die Erfahrung kommt mit jedem Jahr. Und man wird immer routinierter. Da seht ihr das Brutfeld. Ist nicht groß, ist eine Landfläche groß. Da auch. Gefällt mir aber trotzdem. Sieht schön aus. Bienenmasse ist in Ordnung. Also, die bleibt drin. Ich gucke mir jetzt einfach nur rein, Interesse halber, weil wir auch die entsprechende Temperatur haben, alles an, um das ein bisschen besser zu beurteilen. Ja, da wird es immer größer. Ist schon eine gute Handfläche. Hier auch, da auch. Guck mal da, Chefin ist auch da. Ich weiß jetzt nicht, wofür der blaue Pixel steht, für welches Jahr. Wo ist es? Wo habt ihr es denn? Da ist er. Ich weiß nicht, wofür die blaue jetzt steht. Kann sein 2015, habe ich jetzt im Kopf. Also, Chefin ist da. Was kann es Schöneres geben? Die gucke ich mir auch noch an. Weil kann sein, dass hier auch wieder Futter eingelagert ist. Da kommt die nämlich auch raus. Wenn da Brut drauf ist, nicht. Ja, Ast rein, guckt euch das an. Jetzt gucke ich mir sogar noch die letzte hinten an. Weil ich muss den Futtervorrat ein bisschen beurteilen. Wenn die hier, die sieht nämlich auch schon was dunkler aus. Wenn da jetzt wenig Futter drauf wäre, würde ich die mit... Ja, die ist ja leer. Die ist leer, Freunde, die ist leer. Die muss ich auf jeden Fall austauschen, weil da gehört Futter hin, in dem Bereich. Das heißt, die tue ich kurz weg. Dann suche ich mir eine schöne mit Futter. Die tue ich erstmal dahin. Also die gehören, die bleiben zusammen. Das sind die drei Brutwaben. Zack, zack, zack. Hier war nichts drauf, ne? Ne. Das wird aber eine... Ach, da ist auch Brut drauf, oder was? Ja, ein bisschen. Egal. So, das wird eine Futterwabe. Das hier, na, das ist eine alte, die muss raus. Ach ja, da ist ja noch eine. Da ist ja noch eine, die bleibt nämlich drin. Hier ist Futter drauf, definitiv mehr als auf der anderen. Die kommt jetzt hier hin und wird meine neue Futterrandfarbe. So kann man ein bisschen im Volk auch experimentieren, will ich nicht sagen, aber ein bisschen umstellen, sodass dann entsprechende Verhältnisse erstellt werden, wo das Volk sicher an Futter kommt. So, jo, das war's auch eigentlich schon. Das Volk ist jetzt auf 3 Brutwaben eingeengt, hat 2 Randwaben mit Futter. Die Futterwaben kommen noch hinters Schied, damit sichergestellt ist, dass sie sich bei warmem Wetter auch noch Futter holen können. Wer die Videoreihe kennt mit Einengen, weiß ja auch, dass das soweit auch funktioniert. Die tue ich kurz zur Seite. Ach, jetzt habe ich meine schöne Wabenhalterung nicht vorbei, oder? Doch, die habe ich irgendwie reingeschmissen. Da ist sie. Wir können direkt mal testen, ob das Ding funktioniert. Ja, oh Mann. Ich schäme mich ja immer noch dafür, dass ich das Teil überhaupt gemacht habe. Aber witzig war es doch. Komm, witzig war es. So. Na bitte, na bitte. Seht ihr das? Ja, hat sich das doch gelohnt, das Teil. Oh Mann, geil. So, das dahin, das, dies, das. So, Futtertasche wird umgedreht, wisst ihr ja. Die Öffnung kommt jetzt vom Volk weg und wird zum Sheet dadurch. Alles andere geht hinter das Sheet. So, also 1, 2, 3 Futterwaben. Quatsch, 1, 2, 3 Brutwaben, 2 Futterwaben. Das Sheet ist gesetzt. Restliches Futter kommt hinter das Sheet, kann leer getragen werden. So, und jetzt habe ich ja noch die hier, die Damen. Die schmeiße ich jetzt hier aufs Volk drauf. Denn ich möchte jetzt nicht die Gefahr eingehen, wenn ich die jetzt auch hinter das Sheet packe. Die gehört hinter das Sheet, aber die möchte ich nicht mit Bienen hinter das Sheet packen. Weil vielleicht, wenn es jetzt plötzlich gleich kalt wird, bleiben die da sitzen und verklammen. Notfalls, gegebenenfalls, dummerweise. Weil die kommen dann einfach nicht hinter das Sheet, also wieder vor das Sheet, zurück zur Königin. Und dann ist Peng am Eng. So, die ist ganz leer, die packe ich auch hier ganz hinten hin. Dann haben wir noch hier die habe ich ja schön aufgehangen. Die ist noch was voller mit Futter. Aber die ist dunkel, die kommt auch hinter das Sheet.
So. Zack. Zack, 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 zack. So, schneller Eingriff. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt gedauert hat. 10 Minuten, 5 Minuten, 8 Minuten, keine Ahnung. Weg damit. So. Folie wieder drauf. Uff. Feierabend. So schnell geht das. 3 Brutwaben. Fertig. So, ihr seht, ich benutze eine Bienenflucht als Deckel, weil mir ein Deckel abhanden gekommen ist. Muss ich dieses Jahr noch neu holen. So lange muss halt die Bienenflucht als Deckel herhalten. Ist aber auch nicht schlimm, weil Deckel ist Deckel. Fertig. Damit ich ansatzweise irgendwie den Überblick behalte, wisst ihr ja, nehme ich mir die Sachen auf. Das heißt, zack. Samstag, 4. März, Volk 1 auf 3 Brutwaben eingeengt. Königin ist da, blau markiert. Brut ist da, Bienenmasse ist voll in Ordnung. Futter wird langsam weniger, beobachten. Der Rest ist hinterm Sheet. Ja, läuft. So, und diese Notizen übertrage ich mir dann, wenn es soweit ist, wenn ich zu Hause bin, ein bisschen Ruhe habe, in meine Stockkarte. Aber das wisst ihr ja schon alles, habe ich schon alles im Labo-Livestream zum Beispiel erklärt. Ja, ich glaube, noch ein Volk würde ich jetzt nicht machen, weil es ändert sich nichts. Und das Video wird sonst zu lang. Es wird dann zu langweilig. Jetzt kann es passieren, das erkläre ich kurz noch. Hier ist es auch nicht der Fall, das läuft ja echt wie am Schnürchen hier. Warte, ich nehme euch mal mit. Guckt euch mal nebenbei da die riesen Pollenhöschen an, die die Damen reinschaffen. Sieht man das? Natürlich gerade nicht, ne? Wo auch immer die jetzt Pollenhöschen herkriegen, ich weiß es nicht, aber gut so. So. Jetzt kann es passieren, die habe ich ja separiert hier. Auch guck mal hier. Jetzt kann es passieren, die habe ich ja separiert, dass die auch wieder von der Königin bestiftet werden. Da habe ich ein kleines Problem, aber ist kein Thema. Denn, klar, wenn aber das Brutfeld ist, muss ich die auch drin lassen, die Waben, und kann die nicht hinter das Sheet separieren. Dann kann ich im Laufe des Bienenjahres, sage ich mal, versuchen, wenn es richtig schön warm ist, nehme ich mir immer eine nach der anderen und packe die einzeln hinter das Sheet. Wenn da Brut drauf ist, dass sie dann ausläuft und dann nicht wieder neu bestiftet wird. Und dann kann ich die auch rausschmeißen. Das ist so die, ich sag mal, Notlösung. Wenn diese eigentliche Theorielösung hier nicht funktioniert, dann halt die Notlösung. Das heißt, wenn es schön warm ist, packt ihr mal eine volle Brutwabe, die halt schwarz ist, hinter das Sheet. Dort läuft die Brut dann aus, wird nicht neu bestiftet und wenn leer ist, dann raus damit. So, ich würde sagen, das war's. Also, ich habe hier noch ein bisschen was vor mir. Das zum Thema Einengen. Ich mache auch wieder ein Thema, wenn ich das nächste Mal erweitere. Also jetzt so muss ich ungefähr erfahrungsgemäß nach 2 Wochen schaue ich wieder rein, gucke mir die Brutwaben an, wie die bestiftet wurden, wie voll da oder wie viel Platz die Königin noch hat, um da weiterzumachen. Wenn der Platz nicht mehr gegeben ist, dann erweitere ich mit einer entsprechenden Brutwabe, mit einer Mittelwand, mit einer halben Mittelwand, Drohnenbrut etc. Aber mehr dazu erst, wenn es soweit ist. So, ich könnte eigentlich noch eine halbe Stunde hier labern, weil ich gerade richtig Bock habe, ein Video zu drehen. Aber das Thema hier ist abgeschlossen. Das Thema wird auch bei allen anderen jetzt so umgesetzt, bei allen anderen Völkern. Und was soll ich sagen? Das Bienenjahr geht los. Ich wünsche euch da draußen schon mal viel Erfolg für das kommende Bienenjahr. Und lasst mich teilhaben, wie es bei euch aussieht. Schreibt alles mir unten in die Kommentare. Ja, Daumen hoch für den Support und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.